Ich uns bereitet sich Helmut Scholz vor. Liebe Genossinnen und Genossen, in dem neuen Deutschland von heute steht drin, jeder Mensch ist behindert. Die sicherlich polemische Aussage ist im Kern durchaus richtig. Was ich diesbezüglich dazu beitragen möchte, ist, dass ich auch durchaus selbstkritisch bemerke, dass Menschen mit Behinderung in unserer Partei stattfinden, und zwar sehr aktiv, und wir haben da viele Erfolge, ich komme noch dazu, dass aber in den vorhergehenden Reden davon nicht viel die Rede war. Das meine ich auch durchaus selbstkritisch, wenn wir daran sehen, dass wir fast 500.000 Menschen, um die geht es hier, und wenn wir 100% sozial sind, dann sollten wir diese Menschen erwähnen. Warum sage ich das? Wir haben uns um sie gekümmert, auch wenn sie nicht erwähnt wurden. Wir haben einen Maßnahmenpaket zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention realisiert. Als zweites Bundesland in Deutschland, als erstes Bundesland haben wir einen Zwischenbericht diesbezüglich gerade in Kürze vor Kürze erfahren. Wir haben also Erfolge, und nur die SPD hat das nur deswegen gemacht, weil wir dabei sind. Wir haben ein Behindertengleichstellungsgesetz novelliert, und zwar in einer Art und Weise, wie das kein anderes Bundesland hat. Wir haben also die Inklusion, die weitaus mehr bedeutet als inklusives Lernen. Wir haben also die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in dieses Gesetz hineingeschrieben, und wir haben auch die Kommunen verpflichtet, denn dort findet es ja statt. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, Inklusion kostet nicht immer Geld. Es ist sehr viel ohne Geld umzusetzen, und das zeigt sich an Städten wie Potsdam oder auch an meiner Heimatstadt Cottbus. Wir haben dort einen Teilhabeplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention realisiert, und ich rufe euch alle auf, das auch in euren Kommunen zu machen. Ich bin gern bereit, euch dazu zu beraten bzw. Vorlagen zu liefern. Das ist ganz wichtig. Ich sage noch einmal, wir reden über 500.000 Menschen, und die sollten wir nicht vergessen, die dürfen wir nicht vergessen. Und ich bitte darum, dass in der Zukunft, in der nächsten Wahlperiode daran gedacht wird, und darauf müssen wir nicht stolz sein, dass wir als Land Brandenburg an letzter Stelle stehen, wenn es um das Landesblindengeld geht. Das sollte eine neue Aufgabe sein, dass wir wenigstens dieses Landesblindengeld für die betroffenen Menschen anheben. Das ist natürlich eine Zukunftsaufgabe. Ich will also damit darstellen, dass wir als Linke auch in der Frage der Behindertenpolitik sehr aktiv waren, sehr aktiv gewirkt haben, das auch weiterhin tun. Worum ich bitte ist, dass die politisch Verantwortlichen auch mit diesem Pfund wuchern und das auch darstellen. Die Menschen, die betroffen sind, zählen auf uns und vor allen Dingen auf uns. Und wir haben es ihnen auch versprochen. Danke. Herzlichen Dank dem behindertenpolitischen Sprecher der Landtags.